Einen wunderschönen guten Abend, guten Tag oder guten weiß der Geier, wann du dieses Video gerade schaust. Willkommen bei uns auf dem Kanal, willkommen bei Benny und Steve. Mein Name ist Benny. Ich bin der Steve. Und wir spielen heute A Dark Nightmare. Let's do it. Collect all 6 artifacts and return to the car to escape. Benny. Ja. Die obligatorische Frage, kennst du das Spiel? Sag mir mal wieder gar nichts. Sag dir mal gar nichts irgendwie. Ja, mir sagt das jetzt auch nicht so viel. Ich würde mal einfach sagen, irgendwie, wir steuern mal die Lichtquellen an. Okay. Und dann machen wir für Artefakte. Die hellen Lichtquellen, ja? Nicht dieses rote, was wir gerade rechts gesehen haben, so, sondern eher schon das weiße Licht. Oh, kann echt nicht lange rennen, anscheinend. Hast du keine Ausdauer? Was ist los? Du bist verfolgt. Wer ist das? Ich hab keine Ahnung. Ich dachte auch nicht. Hallo? Wissen. Oder nicht? Warum weglaufen? Einfach sagen, hallo. Ich bin Girl. Was haben wir hier? Oh, eins von 6 Artefakten. Okay. Engagement cool. Ring, ein Verlobungsring, okay. Ja, das ist doch super. Das ist ja toll. Toll. Immer noch jemand zu der Trauerweide. Was war denn jetzt da für eine Trolle, die uns da hinterhergelaufen ist? Was ist der Ghost? Vielleicht war für sie auch der Verlobungsring? Wahrscheinlich. Oh nein. Ahnt mir doch schon wieder Schlimmes. Kannst du allgemein gar nicht sprinten oder hast du wie so eine Art Ausdauer? Das ist Sprinten. Ach, das ist Sprinten, okay. Ja, das macht da 10 Minuten oder 10 Meter und dann geht da wieder ins Gehen über. Oh! Ja, bist du? Hey, hey. Guck mal, die. Oh Gott, wie die lächelt. Das sieht ja krass aus. Nee, da leg mal weg, Alter. Dann leg mal zu dem Spot da hinten. Mhm. Oh, wie kann man denn bitte so grinsen? Alter, auch noch so fies. Und die läuft uns hinterher. Oh, kennst du den Film It Followed? It Following? Ja. Nee. Das ist ein fieser Film. Fieser Film. Geht auch darum, dass er die ganze Zeit irgendwie immer was hinterher läuft. Ja, nicht rennt, läuft. Gott. Ja, wohin? Oh Gott, da ist sie ja schon wieder. Oh. Warum ist die so schnell auf einmal? Ja, ich weiß auch nicht. Das Schlimme ist, wenn ich jetzt hier rinlaufe, dann bin ich doch am Arsch, Alter. Oh, scheiße. Vielleicht kannst du ja durch. Oh Gott, da ist ein Teddy wieder. Was ist das? Pickup, ein Antidepressivum. Okay, alles klar, ein Antidepressivum. Oh. Oh, guck mal, sie läuft gar nicht da durch, sondern sie läuft. Ist aber. Ja, wahrscheinlich immer den direktesten Weg zu mir, wa? Lass mich böse in Ruhe, Alter. Die Alte! Yeah. So, was haben wir da vorne? Ist jetzt ein Haus? Wahrscheinlich nicht. Oh, ich würde gerne rennen. Das ist so fürchterlich, er rennt nicht! Ja, die Frage ist, was sind das jetzt für Artefakte irgendwie? Sind das die Artefakte zu ihrem Untergang? Oh Gott. Oh. Wo kommt die denn jetzt auf einmal her? Die kommt so random von irgendwo angeschissen. Oh nein. Wenn sie die Artefakte erzählen, ihre Geschichte? Was ja, mit ihr passiert ist? Wahrscheinlich. Oh shit. Oh scheiße. Oh, das war klar. Erstmal ins Dachgeschoss. Okay. Bloody Knife. Bloody Kniefe. Oh bitte, bitte seid sie nicht. Wo ist sie? Oh, oh, da! Sie ist noch da drauf. Oh Gott. Oh. Hebt doch mal Schub, ey! Oh, ich hab so eine Gänsehaut. Das Schlimme ist, ich finde ja, ich kenne ja diesen einen Film, ich weiß leider nicht, wie er heißt, mit diesem Grinsen, wo die ja dann die Spiel. Dare You. Dare You war das, Dare You? Ja. Mit diesem Spiel, mit diesem. Ich. Wahrheit, Pflicht oder Konsum oder so, ja. So Blödsinn? Ja, auch so der, so eine ewig, Fiese. Der you nicht. Stimmt, ist ja nicht. Truth or Dare oder irgendwie so ein Schlabatz. Stimmt, irgendwie so, ja, stimmt. Ja, Truth or Dare, genau, stimmt. Wahrheit oder Pflicht. Der you. Der you. Aber so sieht ihr Grinsen irgendwie aus. Dieses extreme hochgezogen. Und, oh Gott. What is that? Oh Gott, Grabstein. Eine Selbstmordnotiz. Na, das ist ja toll. Das ist ja toll. Ey, mach locker, mach locker, Mäuschen. Mach locker. Ey, in meinem linken Ohr das. Oh Gott. Alter, ich so eine Gänsehaut gerade. So eine Pille-Palle-Grafik, aber wenn nicht irgendwas konstant immer verfolgt irgendwie, das ist echt, das ist mies. Das ist richtig mies.
Oder einfach nicht, du kannst nicht abhauen. Du kannst zwar immer irgendwie wegrennen, aber das ist halt immer nur so ein Ding auf Zeit irgendwie. Ja, oh. Ich find's ja auch schlimm, umso lauter das wird, umso näher hast du ja das Gefühl, dass sie hinter dir ist. Oh Gott. Was ist denn das? Kinderbett? Ach der Scheiße. Oh nein. Okay, wir haben Verlobungsring, wir haben Antidepressiva. Bloody Knife. Children's Toy, okay. Wo ist er? Oh, da. Ist er. Da. Oh! Einfach vom Strauch. Der Baum ist schockt hier. Oh. Lass mich. Ist das jetzt ein Auto da vorne? Nee, ne? Das ist was anderes. Uns fehlt jetzt noch, oder? Uns fehlt auf jeden Fall noch ein Artefakt, bevor wir mit dem Auto verschwinden sollen. Okay, ich hoffe, das ist das. Spielplatz, wa? Ja, das sieht mir danach aus, da ist irgendwas Rotes. Weißt du denn noch, wo wir das Auto überhaupt stehen? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß, ey Mann, wo ist mein Auto? Das ist aber kein Spielplatz, das ist irgendwie Hochzeit. Okay. Cool. Ja, eigentlich gar nicht cool, aber gut. Ich glaube, da vorne ist... Oh, get back to the car. Okay. Oh Mann, mach hin. Ey, die schneidet doch jetzt hier irgendwie den Weg ab. Komm, die ist ja... wahrscheinlich. Die, oder ist doppelt so schnell jetzt oder so. Oh. Oh komm, Alter. Gib doch mal Schub. Oh. Vor allen Dingen, auf einmal ist es sehr ruhig. Ja. Oh, das ist das Auto. Das ist das Auto, Mann. Ja. Ich hoffe, wir schaffen es auch noch. Oh. Die kommt doch gleich von links oder rechts oder sitzt neben uns im Auto oder so. Ja, wahrscheinlich neben uns im Auto. Los, komm, Verpissung. Okay. Yes! Ja! You survived the nightmare! Nice. That's it! Boom, okay. Alter, so muss das mal einfach. For now. So ihr Lieben, das war Dark Nightmare. Wir haben Glück gehabt, wir sind durchgekommen, wir haben alle Artefakte gefunden. Story, ich sag mal, sie lässt erahnen, dass es nicht gut ausging für die Gute, die uns die ganze Zeit verfolgte. Ja, Benny, wie sieht's aus? 5 durchgeballerte Schlüpper auf also meiner ungefähr, Skala? Also, bei dir? Die Atmosphäre auf jeden Fall heftig mit ihrem Gekeuche und wirklich nur dem Laufen, diesem Hinterherschleichen, nicht rennen oder so, keine Panik, aber trotzdem... Gekeuchen mal ich. Ja, die Panik, die hattest du mit vor Pflanzen. Ja, aber ansonsten hat ja Spaß gemacht. Ja, denn ihr Lieben, wenn es euch auch Spaß gemacht hat irgendwie, dann lasst doch bitte ein Abo auf dem Kanal da und macht den Daumen nach oben bei dem Video und wir sehen uns dann beim nächsten Projekt. Bis dann, macht's super. Tschüss.